Ein Router ist schon lange nicht mehr nur eine einfache Verbindung zum Internet. Neue Router sind multifunktionale Geräte, die über verschiedenste Optionen verfügen und je nach Modell für verschiedene Anwendungen geeignet sind. In dem heutigen Video sprechen wir über den AVM Fritzbox 7590 AX Wi-Fi 6 Router und informieren euch über die Spezifikation und weitere wichtige Informationen. Herzlich willkommen bei Dr. Day, dem Ratgeber-Channel für alle Themen des Alltags. Zu dem AVM Fritzbox 7590 AX Wi-Fi 6 Router haben wir euch verschiedene hilfreiche Informationen gesammelt und wollen euch erklären, für welche Zielgruppen der Router besonders geeignet ist. Alle Empfehlungen aus diesem Video findest du auch nochmal ganz übersichtlich unter dem Video in der Infobox. Dort findest du ebenfalls das aktuelle Top-Angebot, alle wichtigen Informationen aus dem Video und weitere hilfreiche Tipps. Ein Blick in die Infobox lohnt sich also auf jeden Fall. Und weiterhin noch viel Spaß mit dem Video. Der Router besitzt nun den neuen Wi-Fi 6 WLAN AX Standard für das Heimnetz und erreicht damit vor allem im WLAN-Bereich eine Top-Performance. Erstmals kommen DSL-Nutzer im Heimbereich in den Genuss des schnellen WLAN AX-Funkstandards. Der Router kann mit wenigen anderen Routern nicht mithalten, jedoch besitzt er im Gegensatz zu den anderen Modellen ein integriertes Modem. Der Router verfügt über einen 2,4 GHz und zwei 5 GHz Kanäle und die vier Antennen können entweder gebündelt zu einem Gerät senden oder aufgeteilt zu bis zu vier Geräte gleichzeitig. Des Weiteren verfügt der Router über viele verschiedene Funktionen und Möglichkeiten, wie beispielsweise der Anschluss eines NAS-Servers oder das Vernetzen eines Smart Homes über den Router. Dank integriertem Media Server mit NAS-Anbindung werden gespeicherte Filme, Musik und Bilder verfügbar gemacht und können zum Beispiel per Smartphone an ein Wiedergabegerät verteilt werden. Wir haben für euch das beste Angebot, das wir finden konnten, unterhalb des Videos in der Infobox verlinkt. Die normale Bedienung des Fritzbox 7590 ist simpel und gut veranschaulich für jedermann. Und durch das integrierte Modem hat man direkt ein Gesamtpaket, ohne noch zusätzlich ein externes Modem an den Router anschließen zu müssen. Eine gute Wahl ist der Router vor allem für Menschen, die einen großen Bedarf an leistungsstarkem WLAN haben. Ob im Gaming-Bereich oder bei dem Downloaden von größeren Dateien oder wenn mehrere Nutzer das gleiche WLAN-Netz gemeinsam nutzen, ist der AVM Fritzbox 7590 durch das integrierte Wi-Fi 6 eine super Lösung. Das hauseigene Betriebssystem FritzOS wird regelmäßig aktualisiert und generell legt AVM viel Wert auf Funktionalität bei ihren Modellen. Man kann den Router auch als Druckerserver oder FTP-Server nutzen oder beispielsweise ein VPN einrichten. Durch die einfach und übersichtliche Funktionalität können auch Anfänger in diesem Bereich alle wesentlichen Einstellungen ohne große Kenntnisse vornehmen. Gleichzeitig bietet der Router jedoch auch für Profis alle wünschenswerten Optionen und Möglichkeiten, für die Fritzbox bekannt ist. Wir freuen uns über ein Abo und einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, in die Videobeschreibung zu schauen. Bis zum nächsten Mal bei Dr. Day.